Juhu, und willkommen zur Arena-Leiterin Lissy gegen den David heute. Boah, ich habe 300 Jahre nicht mehr gespielt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich der letzte Kampf schon 2 Monate her. Weil ich hatte meine Klausurphase und dann hatte ich irgendwie eine Zeit lang davor schon in den Ferien gar keine Kämpfe mehr gespielt. Und jetzt ist die ganze Hoffnung, die endlich mal in mich gesetzt wurde, verpufft. Und so. Das ist natürlich nicht so geil, aber naja, ich muss wohl erstmal ein bisschen reinkommen. Aber das wird schon irgendwie funktionieren. Warte, was ist da Feuer nochmal gut? Oh Gott, das ist ja schon 300 Jahre her. Ich habe keinen Plan, aber so überhaupt nicht. Oh Gott, hat das nicht noch einen anderen Typen, Mann? Und ekelhaft, die scheiße Typ? Egal, ich mache Mondgewalt. Das wird auch die heftig geile Attacke, die mal alles weggehauen hat. Das wird schon gehen. Ja, ja. Nur Mut. Das sagen doch auch immer so komische Omis immer so. Mut! Das hört sich immer voll in die Hand. Was ist das jetzt? Scherox, Käfer und noch irgendwas, glaube ich. Gott, immer diese neumodischen Typen. Damit kenne ich mich ja gar nicht aus. Ah, ich mag es, Omis nachzumachen. Das kann ich am besten. Ah! Los, gib ihm. Gib ihm in die Fresse. Ach, Kakawurst. Also, warte. Käfer. Ich habe keine Ahnung, egal, aber das hat ja so schon viel Schaden gemacht. Also können wir einfach eigentlich so drauf kloppen. Ja, komm, ja, alles oder nix. Woo! Oh, scheiße. Ich hasse dich. Was zur Hölle? Boah. Sieht ja voll ekelhaft aus. Sieht aus wie so eine Grillzange. Irgendwie hier die Hände so. Quack, quack, quack. So, als ob man irgendwas vom Grill nimmt. Sehr schick, sehr schick. Nein! Nein, ich hasse das. Boah, er spritzt sich hier vorne, kann ich bereit nicht vergiftet sein. Ho! Alles Paletti, okay, warte. Greift Spuk mal als erstes an. Oder. Nee, warte, das war Schadenstoß. Yeah! Habe ich natürlich alles gewusst. Wusste ich schon längst. Ja, ja, ja. Komm schon, Spuk mal in die Fresse. Yeah! Guck mal, haben wir schon mal einen weggehauen. Läuft doch gar nicht so schlecht dafür, dass ich seit 300 Jahren nicht mehr gespielt habe. Aber ich muss wirklich erstmal wieder reinkommen. Ich habe wieder gar keine Ahnung, welche Attacken auf was gut sind. Okay, das ist Flug, vielleicht auch Wasser. Ach, egal, wenn das Flug ist. Nee, Flugfee wahrscheinlich eher, ne? Aber ist ja eigentlich egal. Weil wir können darauf direkt Elektro einsetzen. Weil da haben wir ja was Schönes parat. Und das weiß der, glaube ich, noch nicht. Weil ja alle Parts mega im Nachhinein hochgeladen werden. Das ist so. Hä? Wieso holt er das wieder und macht das dann weg? Hä? Vielleicht wollte der mich verwirren, damit ich eine Elektroattacke einsetze. Was ist das für ein Ding? Was ist das? Also, es ist irgendwas Legendäres. Aber ich habe keine Ahnung, was das macht. Wow, das war ja heftig geil. Boah, ich bin gerade wirklich in YOLO-Laune. Alles oder nichts! Gott, ich habe keinen Plan, was ich darauf einsetzen soll. Hat funktioniert! Hey, das war sehr effektiv, wusste ich gar nicht. Ey! Einfach intuitiv richtig gehandelt. Ja, das können nur Frauen. Schon wieder diese dummen Klischees, die sind so unnötig. Ist das shiny? Oh, voll schick! Schick! So, jetzt machen wir erstmal einen fetten Donnerblitz in dein Gesicht. Jetzt wechselt er wahrscheinlich wieder, um mich zu verwechseln. Um mich zu verwechseln, vor allem. Um mich zu verwirren. Wow! Hä? Wieso macht das so wenig Schaden? Schaden! Voll die Stimme so. Klang ja gar nicht egal. Was ist das jetzt schon wieder für ein Scheißwurst? Oh nee. Jetzt heilt sich das Ding auch noch. Okay, aber nur Überreste. Wenn wir jetzt beim nächsten Schlag treffen und Anziehung nicht irgendwie ganz komisch die Statuswerte verändert, dann dürfte es eigentlich gehen. Nein! Ich hasse dich. Ich hasse dich, du Beschisse. Oh. Egal, aber ich werde wahrscheinlich zwischendurch auch mal schön angreifen können. Und noch ist es im Bereich, wo ich den noch mit einem Treffer jetzt töten könnte. Soweit ich das gut errechnet habe. Ach komm schon. Ja, ich weiß. Oh mein Gott. Es kann doch nicht wahr sein, dass es das jede Runde macht. Holy Scheiße. Ah. Aber der braucht ja auch 10 Jahre, um mich mal zu töten, ey. Losche. Ach Scheiße. Ich glaube, jetzt kann ich ihn nicht töten. Also, wenn ich ihn jetzt einmal angreife. Aber egal. Dann machen wir trotzdem ordentlich Schaden. Ich meine, wir können Lissy ja erstmal verbrauchen. Und dann sehen wir mal, was wir machen. Ist doch alles gut. Ich mache immer so. Ew. Immer so. Slap, slap, slap. Oh yeah. Ach, was soll denn die Scheißwurst jetzt? Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ah, oh, Volltreffer. Wieso greife ich den kein einziges Mal an? Was ist das für eine Scheiße? Okay, das ist auf jeden Fall von Typ Wasser. Aber da habe ich doch auf jeden Fall was bereit. Hatte ich da nicht irgendwie 10.000 Pflanzenviecher? Nö, die habe ich jetzt natürlich nicht mehr, weil ich die alle kacke fand und mir dachte, braucht doch kein Mensch. Gute Entscheidung, Lisa, gute Entscheidung. Aber ich habe noch ein Elektrovieh. Ich mache mal hier diese schlaue Bewegung, dieses Ah, ich bin so schlau. Ah! Sieht so bekloppt aus. So Donnerblitz. Yeah! Ich
bin die Open Sängerin. Das klingt irgendwie eher wie so Daniel Kübelberg oder so. Immer wenn ich den Namen höre, muss ich irgendwie an so eine Pflanze in einem Topf denken, die kübeln muss, also die brechen muss, keine Ahnung. Weil dieses Berg hört sich irgendwie an wie so ein Topf, ich weiß es nicht. Irgendwie erinnert mich das immer an einen Topf, ich weiß auch nicht genau wieso. Hä, müsste das nicht effektiv sein? Buddy, stand up schon wieder! Ah, jetzt weiß ich, was das für ein Viech ist. Okay, das ist Dracheflug. Super, wie hätte ich denn darauf kommen sollen? Ha, und das Tolle ist, Flug ist... Was? Flug ist halt... Flug, ey. Elektro ist halt nicht drauf effektiv, weil das gleichzeitig Drache ist und auf... Also Elektro ist auf Drache scheiße. Wisst ihr Bescheid. Egal, ich hau jetzt einfach trotzdem mit Elektro weiter drauf. Man hat ja gesehen, dass es am sinnvollsten war, als jetzt irgendwie so Hydropumpe oder so eine Scheiße einzusetzen. Weil irgendwann werden wir das schon wegklatschen. Ja, ja. Auch Gesang, ich hasse die Kacke. Ha! Abgewehrt! Lusche! Ich meine die Eni. Die Eni ist ja auch immer niedrig bei der Attacke. Deswegen gehört auch immer ein kleines finzische Glück dazu. Also ich muss sagen, ich habe schon ziemlich oft Glück bei diesem scheiße Spiel hier. Yeah! Weg, weg, weg! Das ist ein dummer Teil weg. Ach Gott. Traummagie! Das mag ich nicht. Das ist doch einfach nur von Typ Geist, oder? Boah, das hat aber voll viel Schaden gemacht eigentlich dafür, dass es so kacke ist. Ach komm, ich mache immer dieselbe Attacke. Ich bin abwechslungsreich. Ich nehme einfach die ganze Zeit dasselbe Pokémon und es funktioniert trotzdem. Ich habe nämlich einfach keinen Bock zu wechseln. Natürlich kann es dann passieren, dass ich jetzt getötet werde, aber kann mir doch bewusst sein. Ich meine, das macht doch gar nichts. Das ist doch Elektrowasser. Wieso macht denn ein Geisterattacke auf mich? Was soll das? Egal, der ist sowieso mit dem nächsten Treffer down. It's going down. Psch, psch, I'm getting timber. Wieso tue ich das? Das ist voll scheiße. Vor allem, wenn ich das jetzt singe, kommt das erst so in 3 Monaten online und dann ist das Lied noch viel unangesagter, als es jetzt schon ist. Komm schon, treff dich nicht selber! Los! Yes! Wow! Ich mag dich, du kleines Traummagie. Hä? Nicht Traummagie. Er ist mein Viech nochmal. Ach Gott. Das ist so lange her. Rotom, ne? Genau. Und ich sag, ich mag dich Traummagie, obwohl das so der Gegner ist. Richtig schlau. Ich mach dem Gegner einfach nur Komplimente, um ihm dann im Endeffekt zu verwirren. Dann denkt er so, ach guck mal, die mag mich voll. Will die nicht auf ein Date mit dir und dann töte ich sie. Klingt voll dramatisch. Oh, perfekt. Ich hab auch noch Wasser. Yeah, Wasser, Wasser, Wasser. Wassermarsch. Pfsch. Das wäre so ein cooles Feuerwehr-Pokémon. Ja, ja, muss man ja sagen. Wieso? Was tut der? Verwirrung stiften. Nein! Komm schon, triff. Bitte, bitte. Nein, die fettgeile Attacke! Weil jetzt bin ich sowieso am Arsch. Weil wenn er mich nochmal trifft, dann bin ich am Anus. Es sei denn, der verkackt jetzt. Das kann natürlich auch sein. Deswegen, ja, wieso nicht? Wir nutzen einfach mal die... Ach, scheiße, voll geil. Naja, hätte ja sein können. Und ich finde, Rotom hat sich eigentlich ganz gut geschlagen. Oh Gott, du guckst so voll gruselig so. Ich bin hässlich. Okay, so, jetzt kriegst du nämlich einen fetten Felswurf ins Gesicht, weil du scheiße bist. Wehe, du wechselst jetzt. Komm schon, wechsel dich. Das hat eh nichts Besonderes in deinem Leben zu tun. Ja, voll freundlich. Ich weiß, jetzt mach doch mal. Boah, ich habe keine Zeit, hier so 10 Stunden zu warten. Oh, das fand ich auch so toll, weil eben muss ich erstmal so ein Update machen. Oh, weil das so 10 Stunden gedauert hat irgendwie. Keine Ahnung, es gab eine neue Version, ich weiß auch nicht wieso. Und dann konnte ich das dumme, scheiße Teil hier updaten und dann hat das, keine Ahnung, bestimmt eine halbe Stunde gedauert. Ich wollte einfach nur auf die Schnelle den Pokémon-Kampf spielen und dann ging das einfach nicht. Mann, oh, das fand ich blöd. Das fand ich nicht so sehr günstig. Los, töte es. Mach einen Volltreffer. Och man, so ein kleiner dummer Scheißi-Balken. Aber ich glaube, wir haben sogar eine Pflanzenattacke, kann das sein? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber mit dem nächsten Schlag. Ah ja, haben wir, perfekt. Aber dann wäre das sowieso tot. Perfekt, perfekt. Ich sage einfach die ganze Zeit so, perfekt, perfekt. Aber ich meine, wenn der jetzt zuerst angreift, ist es auch ziemlich perfekt. Ich spuck ja nur alles voll, was in meinem Umkreis liegt. Kein Problem. Boah, es gibt so Lehrer, die haben so eine feuchte Aussprache. Ich hasse das. Weil dieser Typ, der bei uns diese Auslandsaufenthalte organisiert, der steht dann in der ersten Reihe vor einem und dann spricht er wirklich so. Und ich denke mir so, boah, hör einfach auf. Das ist so scheiße. Ja, ich kann versetzt sagen, well, yeah. So, jetzt bist du nämlich tot.
Ich finde Leute voll cool, die so voll schnell mit den Augenbrauen so wow, 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 und so coole Wellen machen können. Das kann ich nämlich nicht. Ich kann die zwar so ein bisschen so, aber ich kann die jetzt nicht so sexy so. Hauptsache ich bewege meine Nase viel mehr als meine Augenbrauen. Das ist so normal, ja. Okay, Felswurf. Bam, das letzte Pokémon. Also jetzt werde ich sowas von wegfetzen. Los, komm schon! Pina, 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 Pina. Tolle Anfeuerungsbock. Ich meine, wer will denn nicht so angefeuert werden? Pipi, pipi, pipi. Toll, ganz wundervoll. Okay, geschafft. Wow, das ging schnell. Nach 3 Monaten irgendwie den ersten Kampf und gewonnen. Yeah. Okay, dann danke, dass du mich gegen mich gespielt hast, lieber David. Hier kriegst du ein Arschloch. Okay. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!